Heute gibt es leckeren Apfelkuchen für die etwas schlankere Linie. Die Zutaten wie immer in der Caption. Ihr trennt euch einmal 4 Eier und dann gebt ihr zu den 4 Eigelb 90 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver und 100 Gramm Magerquark und noch etwas zum Süßen. Ich habe Ahornsirup genommen und dann mixt ihr das einmal gut durch. Und weil ich Rosinen mag, habe ich noch ein paar Rosinen mit rangegeben. Und die 4 Eiweiß, die schlagt ihr euch einmal schön auf, bis es dann so aussieht. Und dann hebt ihr die Eiweißmasse schön vorsichtig unter die andere Masse drunter. Genau, vorsichtig rühren und dann sieht es so aus. Dann viertelt ihr euch einmal einen Apfel und schneidet den schöne Streifen. Und dann habe ich so eine kleine Springform genommen, nur mit 20 cm Durchmesser und habe dann Backpapier reingegeben, die ein bisschen eingefettet und unseren Teig reingegeben, den ein bisschen glatt gestrichen, die Äpfel drauf verteilt und noch ein paar gehackte Walnüsse. Und das Ganze dann für ungefähr 30 Minuten bei 160 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und dann holen wir den schon wieder raus. Und ich habe noch ein bisschen Ahornsirup am Ende drüber gegeben. Ihr könnt aber auch noch Zimt drauf machen. Lasst es schmecken.